Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich so vor den Göttern stehe irgendwann. Ich stehe da und sie fragen mich: Na, Söhnchen, wer bist du denn? Und dann sag ich: Also ich bin... Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Wie? Fragen sie. Das weißt du nicht? Und ich antworte: Hier, ich. Also dieser Körper heute ist nicht mehr der, der ich vor einem halben Jahr war. Und die DNA ist auch nicht mehr dieselbe. Vielleicht sagen die Götter: Okay, entscheide dich, welche wir nehmen sollen. Wer setzt den Zeitpunkt fest, an dem ich der bin, der ich bin? Der Zeitpunkt? Die Frage hat mich lang beschäftigt. VRG H87 oder Wer ist Hellbrand? Von Katja Reinicke. Regie Thomas Werner. Wann haben Sie ihn gefunden? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Der Körper löst sich auf. Das ist ein irrsinnig schneller Zersetzungsprozess. Er zerfällt sozusagen vor unseren Augen. Sehen Sie die Hände? Kommissar, halten Sie lieber etwas Abstand. Die Fäulniskrämpfe. Vorsicht. Das ist ja, als wäre ein Schmerzprozess im Gang. Wann sagten Sie, hat das angefangen? Vor einer Stunde etwa. Da sah er noch ganz passabel aus. Also immerhin konnte man ihn noch anfassen und tragen. Geschrumpft war er vielleicht ein wenig, das sah man an seinen Kleidern, aber er war gut zu erkennen. Aber jetzt, mein Gott, der hat ja kaum noch ein Gesicht. Die Zähne, sehen Sie nur wie... Wie Zuckerhüte über der Feuerzangenbowle. Was ist das? Eine Säure? Irgendeine Chemikalie, die ihn auflöst? Was passiert da? Sie sind ja auch noch da. Wer ist das denn? Florian Wilutzki. Er ist Praktikant, er hat Hellbrand gefunden. Muss die ganze Zeit in der Ecke gesessen haben. Praktikant, na klasse. Junge, machen Sie, dass Sie rauskommen, das hier ist nichts für Sie. Aber... Gehen Sie bitte. Kann es nicht sein, dass er... Raus! Musste das jetzt sein? Ja, darüber werde ich jetzt nicht diskutieren. Ich muss ihn irgendwie in die Pathologie schaffen. Kühlen. Was weiß ich, ich habe sowas auch noch nicht erlebt, verdammt. Seine Zähne sind schon nicht mehr zu erkennen. Auch die Knochen verflüssigen sich. Bis in die Pathologie schafft er das nicht mehr. Er löst sich vollständig auf. Er tropft. Stehen Sie nicht rum. Wir brauchen eine Wanne, ein Eimer. Er tropft uns vom Tisch. Da ist nichts mehr zu machen. Nur noch die Kleider. Klatschen das, sonst nichts. Hatten Sie vorher Gewebeproben von ihm genommen? Ja, die sind hier im Schrank. Gewebeproben ist allerdings zu viel gesagt. Das war mehr Matsch. Also hier in diesen Gläsern waren sie. Auch weg. Nur Wasser. Sieht aus wie Meerwasser. Es ist nichts mehr von ihm da. Absolut nichts. So wie es aussieht, haben wir nicht mal eine einzelne intakte Zelle. Also auch keine Chance für eine DNA-Analyse. Streng genommen wissen wir also nicht mal, wer hier vor uns lag. Ja, es muss Hellbrand sein, Joachim Sinn. Das sind seine Kleider, sein Arbeitskittel. Hier, das Namensschild, ist alles völlig intakt. Vielleicht haben wir ja mit seinen Sachen noch eine Chance. Die Kleidungsstücke und die Unterlage, auf der er gerade noch gelegen hat, das nehmen wir alles ins Labor. Och, Mist. Über dieses eklige Zeug ist mir noch was auf die Hose gelaufen. Das nachfolgende Protokoll ist weit davon entfernt, der gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungspflicht gentechnischer Versuche am Menschen nachzukommen. Es dient, zumindest derzeit,
Lediglich interner Dokumentation eines für den heutigen Stand der Forschung einmaligen Experiments. Die Transgenese spezifischer humaner Eigenschaften. Voraussetzung ist die eindeutige Lokalisierung der zu übertragenden Fähigkeiten und Informationen auf klar definierten Genen. Bahnbrechende Grundlage für solche transgenetischen Eingriffe war die Verfügbarmachung einer passenden Vektorgruppe, die in der Lage ist, unbemerkt und nebenwirkungsarm das Fremdgen optimal zu injizieren. Die bisher unbekannte Salmonellenart VRG H87. Wir müssen etwas Ansteckendes ist. Soll ich wieder gehen? Willst du mich in Quarantäne stecken oder was soll das? Auf jeden Fall habe ich kein gutes Gefühl. Und ich finde, du gehst zu leichtfertig damit um. Die hätten mir wenigstens einen Mundschutz geben müssen oder so. Mundschutz? Die haben mich gar nicht bemerkt. An Mundschutz hat da schon gar keiner mehr gedacht. Der Kerl löste sich vor unseren Augen auf. Ich möchte aber noch eine Weile so bleiben, wie ich bin. Ich will da nicht raus. Ich werde das Praktikum deswegen nicht abbrechen. So eine Chance kriege ich doch so schnell nicht wieder. Wer weiß, was das war? Und wer garantiert dir, dass das nicht irgendwie übertragbar ist? Sich verbreitet, weiß der Teufel was. Und ich soll jetzt ganz gemütlich, kuschelig, sorglos bleiben, ja? Das riecht so komisch. Ach, jetzt ist mir der Fisch angebrannt. Irgendwie auch faszinierend. Dieser Wechsel des Zustandes. Pervers, wirklich. Wo hast du ihn nochmal gefunden? Vor dem Fahrstuhl. Ich dachte erst, er hätte einen Schwächeanfall. Er lag auf dem Bauch. Er war so feucht. Ich dachte, er wäre durchgeschwitzt. Bis ich sein Gesicht sah. Ich glaube, ich habe keinen Appetit mehr. Der Fisch ist sowieso hin. Hast du schon mal von solchen Zerfallserscheinungen gehört? Oder gelesen? Beim Studium oder so? Wüsste ich nicht. In der Genetik sicher nicht. Vielleicht wissen die Chemiker mehr. Polizei war dabei, ja? Ein Kommissar, ja. Aber der wirkte auch ziemlich hilflos. Als überaus erstaunlich erweist sich die beliebige Veränderung genetisch scheinbar unveränderlicher Dispositionen. Die Veränderungen betreffen genetische Krankheiten, Körpermerkmale, Verhaltensmuster. Als Besonderheit zeichnet sich die Bereitschaft des Genempfängers ab, nicht nur das injizierte Einzelgen zu adaptieren, sondern mit ihm die gesamte genetische Information des Spenders. Die Versuche scheinen eine evolutionäre Annahme zu untermauern. Unsere Gene unterliegen fortdauernder Anpassung. Und ab heute können wir durch transgenetische Veränderung deren Zusammensetzung selbst bestimmen. Ich wollte mit Ihnen reden, Herr Wilutzki. Es tut mir leid, dass Sie so einen schrecklichen Einstieg in Ihr Praktikum hatten. Und ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn Sie lieber... Nein, ich meine, ja, es war schrecklich, natürlich. Aber ich möchte nicht abbrechen. Sie waren doch auch dabei und Sie haben doch auch keine Sorge, dass Sie sich irgendwie... Dass ich mich angesteckt habe? Nein, wir sind nur alle sehr geschockt hier im Institut. Haben Sie schon irgendwas gehört von der Polizei, von der Obduktion? Obduktion? Da war nicht mehr viel zu obduzieren. Ein Unfall, ein besonders tragischer Unfall. Das Einzige, was ich noch nachweisen ließ, war eine Salmonellenart, mit der Hellbrand offenbar gearbeitet hat. Salmonellen? Ja, die Laboruntersuchung von Hellbrands Kleidung hat nichts ergeben aus einem Rest DNA von einer wenig verbreiteten Salmonellenart. Salmonellen sind sehr tückisch, sehr, sehr tückisch. Sie waren Hellbrands Schwerpunktgebiet. Die gefährlicheren Sorten befallen den gesamten Organismus, wie beim Typhus, wissen Sie? Und es gibt über 2400 bekannte Salmonellenarten. Aber natürlich noch viel mehr mit ungeahnten Eigenschaften. Er ist offensichtlich auf einen ganz außergewöhnlichen Killertypus gestoßen. Vermutlich während seiner Dienstreise. Er war ja gerade zurück. Diese Salmonellen müssen seinen Körper durchdrungen haben. Jede Zelle. Und haben sie zur völligen Selbstauflösung gebracht. Ja, das ist schrecklich. Tragisch, ja. Sehr tragisch, das Ganze. Von solchen Salmonellen habe ich noch nie etwas gehört. Was studieren Sie nochmal genau? Genetik. Genetik? Ich dachte Mikrobiologie. Das studiert meine Freundin. Dazu noch Wissenschaftsjournalismus. Interessante Kombination. Für wen schreibt sie? Naja, sie schreibt noch nicht sehr viel. Wie gesagt, sie studiert ja noch. Aber sie hat schon für den Meeresspiegel einige Artikel. Der Meeresspiegel, ja. Gutes Blatt, ja.
Also nochmal, Florian, ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn dieser Unglücksfall hier Sie zu sehr beunruhigt oder Ihre Freundin. Also es würde Ihnen da sicher niemand einen Vorwurf machen, wenn Sie abbrechen. Oder alternativ vielleicht, wir haben gute Beziehungen zum Institut für Biologie. Nein, wirklich, danke, aber ich bin nicht so zimperlich. Unfälle passieren überall, es sei denn, gibt es vielleicht andere Gründe? Nein, es ist nur in so einem außergewöhnlichen Fall, ich wollte es Ihnen nur anbieten. Für Ihre Beurteilung würde sich das ganz bestimmt nicht negativ auswirken. Das kann ich garantieren. Nein, bitte sagen Sie mir einfach, was ich tun kann. Na gut, umso besser. Sie könnten... Ja, warum nicht? Würde es Ihnen etwas ausmachen, Hellbrands Schreibtisch auszuräumen? Ich weiß, es klingt ein wenig pietätlos, aber... Kein Problem. Gut, dann nehmen Sie am besten diese Kartons hier. Die bringen Sie dann in den Keller. Waren Sie schon mal im Keller? Die Treppe ist neben dem Eingang. Es gibt doch auch einen Aufzug, oder? Am Ende des Flurs, links. Nein, der ist defekt. Den dürfen Sie auf keinen Fall nehmen. Eines der Stahlseile muss ausgewechselt werden. Man kann ihn nur nicht abschließen. Das wusste ich nicht. Nein, natürlich nicht. Hätten wir Ihnen sagen müssen. Der führt auch nur in die Flutungsräume. Sie müssen schon die Treppe nehmen. Am Ende der Treppe rechts sind die Lagerräume. Einfach die Kartons im ersten Raum abstellen, wir sortieren das später. Sie sagten Flutungsräume? Ja. Die Keller sind hier unter Meeresniveau. Sollte es einmal zu einer Sturmflut kommen, müssen die Räume geflutet werden. Sonst brechen die Fundamente des Instituts. Ich verstehe. Ist ja ein irrer Bau. Alleine das Panoramafenster. Ja, da hat man den Eindruck, mitten im Meer zu stehen. Hören Sie das Rauschen und die Unterwassertöne? Wir haben extra Mikrofone und kleine Lautsprecher installiert, damit unsere Mitarbeiter immer hören, in wessen Dienst sie stehen. Im Dienst des Meeres, meinen Sie? Ja, natürlich. Allein dieser kleine Ausschnitt hinter dem Fenster, diese Vielfalt, ist das nicht überwältigend? Hören Sie das? Manchmal hört man sogar Delfine. Auch Walgesang war schon zu hören. Das Meer. Und wir hier mittendrin, der Ozean. Die Ursuppe, unergründlich. In den Tiefen, weitgehend unerforscht. Das ist unsere Welt. Faszinierend. Wirklich. Wie in anderen Bereichen sind auch in der genetischen Forschung Auftragsarbeiten der Motor für die freie Entfaltung kreativer Kräfte. Zur ungestörten Laborführung musste ich eine Person in einen Teil meiner Forschungen einweihen. Der karrieresüchtige und habgierige Charakter dieser Person kommt dem Ziel einer Kommerzialisierung meiner Ergebnisse entgegen. Diese Person akquiriert die Kunden weltweit. Im Auftragsbereich sind die Ergebnisse bereits hervorragend. Bei embryonalen Versuchen hat die Auflösung bereits zu 100%ig befriedigenden Ergebnissen geführt. Bleibt als nächstes Ziel die Auswahl einer geeigneten Person für die Durchführung eines Tests an einem ausgewachsenen Individuum. Klingt bekloppt, oder? Ich weiß nicht. Wenn mir letzte Woche einer erzählt hätte, dass vor meinen Augen einer vom Tisch tropft... Was haben die eigentlich damit mit ihm, mit dem Rest von diesem Hellbrand gemacht? Naja, sie haben es so gut es ging mit einem Eimer aufgefangen und den Rest aufgewischt und... Ausgewrungen. Tja. Und die Salmonellen, die ihn angeblich auf dem Gewissen haben, die waren auch in diesem Eimer? Der Institutleiter Jochensen meinte, die Obduktion... Obduktion... Okay, die chemische Analyse hätte nichts anderes ergeben als... Na? Ein paar kaputte Reste von diesen seltsamen Salmonellen. Der Rest reinstes Meerwasser. So werden sie ihn wohl auch bestatten, nächste Woche, eine Seebestattung. Also man wird seinen Eimer auskippen. Sag mal, wie schreibt sich dieser Hellbrand? Ein L und D am Ende? Ja. Und Vorname? Jens. Ich recherchiere mal ein bisschen. Die Versuchsergebnisse sind in mehrfacher Hinsicht bahnbrechend. Die Manipulierbarkeit menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften auf transgenetischer Ebene ist in ihrer Tragweite heute noch gar nicht abzuschätzen. Die Menschheit steht vor einer neuen Dimension der Selbstbestimmung und Überlebensfähigkeit. Das Spektrum reicht von der Wiederherstellung körperlicher Defizite und Gliedmaßenverluste über die gezielte Verhinderung krankmachender Eigenschaften und Verhaltensmuster
bis hin zu gesellschaftsökonomisch und klimatisch angemessenen Fähigkeiten zur optimalen Lebensanpassung. Der hier dokumentierte Versuch beweist, wir werden bald schon Veränderungen unserer genetischen Zusammensetzung selbst bestimmen können. Und zum anderen steht nun eine Vernichtungswaffe zur Verfügung, die gezielt und ohne große Kollateralschäden in der Lage ist, problematische Individuen in beliebiger Anzahl restlos auszulöschen. So als hätten sie niemals existiert. Da waren Sie ganz schön geschockt, was? Schon, klar. Ich habe vorher noch nie einen solchen Toten oder... Was soll ich dazu sagen? Ja klar, Tote. Verbrüht, verbrannt, verätzt, erdrückt, verflüssigt. Offene Brüche, herausquellende Därme. In der Pathologie sind die Körper nie so, wie wir das gerne hätten. Jetzt sehen Sie aber ein bisschen blass aus, mein Junge. Tut mir leid. Ist schon okay. Seit wann machen Sie Ihr Praktikum im Meeresbiologischen Institut? Erst seit Anfang der Woche. Das war mein erster Tag. Passen Sie auf, lassen wir es gut sein. Ich weiß, Herr Jochimsen hat Ihnen angeboten, das Praktikum abzubrechen. Aber es gibt, denke ich, keinen Grund zur Beunruhigung. Das Institut wurde flächendeckend desinfiziert. Sollte dennoch irgendwas Sie beschäftigen, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Hier ist meine Telefonnummer. Sie können mich jederzeit erreichen, okay? Okay, danke. Ach, Herr Kommissar. Ja? Was für Salmonellen waren das? Eine subtropische Variante. Mehr kann ich Ihnen aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Sie haben ja mit eigenen Augen gesehen, was die anstellen können. Kannst du mir mal den Rücken eincremen? Aber Vorsicht, nicht oben rechts, da wo die Qualle mich eben gestreift hat. Au, genau da! Ist ja ganz ordentlich. Ich habe was rosa schimmern sehen, aber da war schon zu spät. Vor lauter Schreck habe ich eine riesige Menge Wasser geschluckt. Uch, eklig. Ja, komisch. Einerseits kommen wir alle aus dem Meer, aber dann wieder ist für uns zu viel Meerwasser tödlich. Als sich der Hellbrand verflüssigt hat, da hatte ich... Ich dachte, wir könnten mal eine Stunde lang an was anderes denken. Kann ich leider nicht. Tut mir leid. Das geht mir ständig im Kopf rum. Dir doch auch. Sei ehrlich. Stimmt. Okay, dann hör mal zu. Ich habe etwas herausgefunden. Ja und? Hellbrand war Mikrobiologe, 54 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Verheiratet? Er hatte keinen Ring. War er aber. Seit 20 Jahren im Meeresbiologischen Institut. Die letzten 10 Jahre Laborleiter, viel auf Forschungsreisen etc. etc. Alles nichts Besonderes. Eigentlich dachte ich, du suchst nach Salmonellen und Verflüssigung lebender Körper, sowas in der Art. Moment, hör erst mal zu. Hellbrand war nicht nur Mikrobiologe, sondern auch Genetiker. Okay, die Kombination ist häufig, wie man ja bei uns sieht. Aber nicht so häufig landet die Ehefrau in der Klapsmühle. Echt? Seine Frau ist in der Psychiatrie? Und wieso? Eine merkwürdige Sonderform von Muskeldystrophie mit anschließenden Verwirrtheitszuständen. Kann man sie da besuchen? Ach, wenn du kein Verwandter bist. Du bist Journalistin, lass dir was einfallen. Eine kleine Meinungsumfrage in der Klapse? Klar, kein Problem. Nee, im Ernst. Gibt's da nicht irgendwie eine Chance? Juckt mich jetzt auch irgendwie da reinzukommen. Mal sehen. Dafür brauche ich aber jetzt viel Ruhe zum Nachdenken. Nur ich und die Sonne und der Wind und die Möwen. Nur die Sonne und die Möwen? Ja, nur die Sonne. Hey, ey, lass das! Das war der Wind. Au! Und das sind die Möwen. Boah. Und da! Und da! Boah. Ah, warte! Oh, das kriegst du zurück. Ja. Oh nein! Hilfe! Oh, Luisa! Na, warte! Ein Vertreter unserer forschungsfeindlichen und verstandesmäßig beschränkten Gesetzgebung rückt mir bedrohlich nahe und gefährdet weitere Versuchserfolge. Mir bleibt keine andere Wahl, als ihn in den Dienst der Wissenschaft zu stellen und an seinem Körper zu demonstrieren, wie ohnmächtig alle in Zukunft vor den Errungenschaften der Intelligenz stehen werden. Alter, gesundheitlicher Zustand und die Blutgruppe der Testperson bieten eine hervorragende Ausgangssituation. Das lang Ersehnte kann endlich Wirklichkeit werden.
Eine erwachsene männliche Testperson. Sie wird als erster Mensch die Evolution sozusagen rückwärts erleben. Und am Ende in unserem Grundelement aufgehen. Dem Meer. Ihre Nichte, sagten Sie? Aber meines Wissens hat Frau Hellbrand keine Geschwister? Ich nenne sie Tante, aber meine Mutter und sie sind eigentlich Cousinen. Zweiten Grades. Aha. Sie müssen mir eins versprechen. Keine Aufregung. Kein Wort über den Tod Ihres Onkels. Das Herz Ihrer Tante ist sehr geschwächt durch die Krankheit. 10 Minuten. Frau Hellbrand, Sie haben Besuch. Ihre Nichte, wie war Ihr Name? Luisa. Ihre Nichte Luisa. Bitte. Danke. Ach, Herr Doktor? Ja? Sie ist ja... Warum ist sie festgebunden? Kann sie sich gar nicht frei bewegen? Schon seit Jahren nicht mehr. Die Riemen geben mir lediglich Halt. So kann sie wenigstens ein paar Stunden am Tag im Rollstuhl sitzen. Wussten Sie das denn nicht? Aufgrund der Erbkrankheit... Doch, ich war nur etwas erschrocken. Also, 10 Minuten. Mehr nicht. Danke. Ja. Tante? Tante Melissa? Was? Ja? Tante Melissa, wie geht es dir? Tante? Was soll der Quatsch? Wer sind Sie? Sie kennen mich nicht. Wohl wahr. Mein Freund macht ein Praktikum im Meeresbiologischen Institut. Aha. Was für ein Zufall. In gewisser Weise. Schickt mein Mann Sie her? Hat er es sich anders überlegt? Hat er etwas für mich? Ein Gegenmittel? Aber warum kommt er nicht selber? Er schickt mich nicht. Was wollen Sie dann von mir? Und wieso, Tante? Ich dachte, Sie können mir vielleicht sagen, woran Ihr Mann so arbeitet. Das kann mein Mann selber am besten, oder? Im Prinzip schon. Da stimmt doch etwas nicht. Es ist etwas passiert, stimmt's? Es ist etwas mit ihm passiert, oder? Hat man ihn endlich eingelocht? Eigentlich... Wenn Sie mir nicht augenblicklich erzählen, was los ist, dann schreie ich ganz laut und zeige Sie an. Nein! Ah! Nein, lassen Sie mich los! Ruhig! Es ist so... Mein Freund hatte gerade seinen ersten Tag als Praktikant im Meeresbiologischen Institut. Und da ist Folgendes passiert. Die Auflösung der erwählten Testperson wird sich innerhalb von Stunden vollziehen. Daher verträgt ihre Kontamination noch einen zeitlichen Aufschub, bis der Ersatz ihrer genetischen Identität durch meine Person befriedigende Formen angenommen hat. Nach bisherigen Beobachtungen wird sich bei genetisch verursachten Verflüssigungen innerhalb der ersten Stunde eine leichte Übelkeit bemerkbar machen. Dann folgen ansteigende Fieberschübe mit starkem Schweißausbruch. Erst werden die inneren Organe ihren Wasseranteil erhöhen, dann die Muskelfasern, zum Schluss die Gehirnmasse. Das hat den Vorteil, dass die Testperson bis kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch des Systems handlungsfähig bleibt. Irgendwelche ärztlichen Untersuchungen sind daher so gut wie ausgeschlossen. Vom Hirntod bis zur völligen Auflösung wird maximal 1 Stunde vergehen. Beeindruckend dabei ist, dass lediglich eine Spur der als Vektoren benutzten Salmonellenart VRG-H87 nachweisbar sein wird. Von der Testperson selber wird nur eine einfache molekulare Verbindung. Reinstes Meerwasser. Die Ärzte behaupten, ich hätte einen angeborenen genetischen Defekt. Er sei erst vor 10 Jahren ausgebrochen, aber es ist anders. Ich habe ihn erst vor 10 Jahren bekommen. Wie denn das? Ich habe etwas getrunken. Ich war bei meinem Mann im Labor. Ich hatte großen Durst. Da stand eine Flasche. Greif zu, sagte mein Mann. Es roch ein wenig nach Vanille. Als ich es trank, hatte es allerdings einen seltsamen Fischgeschmack und es dauerte nicht lange,
Und meine Hände hörten nicht mehr auf zu zittern. Dann die Beine. Ja, unsere Ehe lief schon seit geraumer Zeit nicht mehr so gut. Mein Mann hat diesen Vorfall stets abgestritten, aber schließlich habe ich der Polizei davon erzählt. Einem Kommissar Hagen? Ja, genau so hieß er. Ich hatte eigentlich den Eindruck, er glaubt mir, aber ich habe mich wohl getäuscht. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Niemand glaubt mir. Es gibt keine Hilfe für Sie? Nein. Und hier sucht auch niemand nach einer passenden Medizin. Diese Form der Muskeldystrophie gilt als vollkommen unheilbar. Vielleicht könnten die Ärzte ein Mittel finden, aber dazu müssten sie mir glauben. Sie müssten mir zuhören. Sie müssten erkennen, wie ich mich infiziert habe. Stattdessen halten sie mich hier für verrückt. Sie glauben, der Defekt hat auch meinen Verstand angegriffen, weil ich von Dingen erzähle, die Sie sich nicht vorstellen können. Aber nach dem, was Sie mir gerade erzählt haben, sieht es so aus, als kämen die geheimen Verwandlungen des Jens Hellbrand langsam ans Licht. Weiß man, wer das getan hat? Sie glauben also nicht an einen Unfall? Nein. Jens, passieren keine Unfälle. Entweder hat ihn jemand überlistet oder... Oder? Oder... Natürlich. Er hat Sie überlistet, verstehen Sie? Er arbeitet weiter. Jens ist nicht tot. Jens kann gar nicht sterben. Verstehen Sie? Nein, wie sollten Sie? Er ist da, in seinem Labor. Sie brauchen nur mal nachsehen. Frau Hellbrand, er ist nicht mehr da. Sein Schreibtisch ist seit seinem Tod unberührt. Sein Schreibtisch? Das war nur Tarnung. Sie waren noch nicht in seinem eigentlichen Labor. Nicht da oben, wo alle sind, nein. Tief unten, unter dem Meer, da ist sein Labor. Da kommen Sie nur mit dem Fahrstuhl rein. Ein Aufzug. Haben Sie davon gehört? Ja, aber den benutzt niemand. Der ist außer Betrieb. Ach was, der ist nicht kaputt. Der führt direkt zu Jens. Der ist nur für den Weg ins Labor. Dort können Sie alles anschauen. Seine selbstgezüchteten Mischwesen, sein Horrorkabinett. Na, Frau Hellbrand. Wieder bei Ihrem Lieblingsthema angekommen? Das geheime Labor des Dr. Hellbrand. Die Zeit ist leider um. Jens ist nicht tot, Herr Doktor. Nein, Jens kann nicht sterben. Verstehen Sie das? Verstehen Sie? So wie ich eigentlich kein gesund war früher. Früher. Es war nur dieser Cocktail. Verstehen Sie? Ist schon gut. Ganz ruhig. Nein. Behandeln Sie mich nicht wie eine Verrückte. Nur weil Sie das alles nicht verstehen. Nicht verstehen wollen. Jens lebt. Verstehen Sie? Nein. Verstehen Sie nicht? Nein. Sie sind nämlich bekloppt, nicht ich. Jens lebt. Ich bin nicht verrückt. Sie sind alle bekloppt. Ich hätte es wissen müssen. Gehen Sie bitte. Ja, natürlich. 0,5 Milliliter, schnell. Ich kenne die Schwachstelle nicht. Aber irgendwo ist etwas über meine Arbeit nach außen gesickert. Glücklicherweise ist mein Labor noch nicht entdeckt worden. Aber wenn ich es jemals wieder verlassen möchte, muss ich meinen genetischen Code ändern. Eine neue Identität annehmen. Die Adaption der Fremd-DNA nimmt schätzungsweise ein halbes Jahr in Anspruch. Mir bleibt keine andere Wahl als diese Form des Selbstversuchs. Für die Entnahme der Spender-DNA reicht ein Haar von seinem Jackett. Ist da wer? Stehen bleiben! Hau ab, du Mistvieh! Das war knapp. Warte. Okay, der Nachtwächter ist weg. Leise. Wenn da gar nichts ist und Jochimsen hat recht und dieser Fahrstuhl ist einfach nur defekt und wird gleich mausetot. Hier hat er gelegen. Vor diesem Aufzug auf dem Bauch, mit dem Gesicht nach unten, die Haare schon feucht. Noch kannst du aussteigen. Oh, nun drück schon auf den Knopf. Du zitterst ja. Also, ich drücke.
Was hast du da? Mein Notizbuch und meine Digitalkamera. Habe ich doch immer bei mir. Das geht ganz schön tief runter. Geh mal links um. Da ist eine Tür. Das gibt's nicht. Davon sollten wir uns also fernhalten. Das war das Geheimnis. Ein Labor. Ein komplettes, hochmodernes Labor. Alles da. Allerneueste Technik. So ein Elektronenmikroskop haben wir in der Uni nicht. Das muss Hellbrand sich heimlich ganz neu eingerichtet haben. Ein komplettes Labor hat er alles abgezweigt. Reagenzgläser, Spülen, Regale, selbst die chemischen Substanzen. Und sieh mal da, im Regal. Was ist das denn in dem Glas da? Ein Krake? Nein, aber was sonst? Das ist ein Krake, ja. In Formalin, aber mit einer Flosse. Da! Siehst du die große Rückenflosse? Oh, und hier, eine scheinbar harmlose kleine Dorade mit... Haigebiss! Warte, ich mache ein paar Fotos. Hat Hellbrand diese Wesen gefangen? Gesammelt? Oder geschaffen. Sieht aus wie ein geheimes genetisches Experimentierlabor. Ich glaub's nicht. Sieh mal hier. Ein Karteikasten, fein säuberlich nach Alphabet. AF, G, 2A, CO... L1AG, F3K09, F3Y10, ZNF277. Das ist... Lisa! Psst! Leise! Was ist denn? Da! Das sind doch Embryos, mein Gott! Schon alles dran. Arme, Beine, die Augen. Psst! Leise! Der Nachtwächter. Wir sollten sehen, dass wir schnell wieder rauskommen. Warte noch kurz. Da im Schrank die Akten. Ergebnisberichte, Krakenmutanten. Experimente, Fischhybriden. Reihe 1 bis 17. Das reinste Horrorkabinett. Hier. Humane Transgenese. Mal sehen. Bitte, Flo, lass uns schnell von hier verschwinden. Ich muss hier raus. Du hast recht. Schade, die Ordner sind zu sperrig. Los, krieg sie weg. Mist, halt an! Ich habe mein Notizbuch vergessen. Ich muss noch mal raus. Hier, wenn du mich nicht hättest. Oh, danke, Florian. Wo lagst denn? Auf seinem Schreibtisch. Florian, das ist nicht meins. Alles verlief planmäßig. Die Vektorsalmonellen haben die Spender-DNA zu 100% adaptiert. Es gab keinerlei Abstoßungs- oder Fehlreaktionen. Heute habe ich den ersten Schritt getan und den Cocktail eingenommen, der mir die Freiheit wieder schenken wird. Bald werde ich in neuer Funktion in der Welt auf mein Ziel hinwirken. Die Emanzipation der Menschheit von der Macht der Gene. Ein wahrhaft göttlicher Cocktail. Mit etwas Fantasie schmeckt er sogar nach Vanille. Salzig, fischig, aber auch Vanille. Florian, ich kann verstehen, das war alles sehr aufregend für Sie. Sie sind Herr Kommissar, ein geheimes Labor. Transgenese. Er muss genetische Versuche an Menschen gemacht haben. Transgenese, jetzt mal langsam. Vielleicht hatte dieser Hellbrand einfach nicht alle Tassen im Schrank und dafür ein paar Quaddelwesen, okay. Aber Menschenversuche. Soweit ich informiert bin, ist Transgenese beim Menschen bisher noch nirgendwo gelungen. Verboten, obendrein. Klingt offen gestanden ein bisschen abstrus, Florian. Haben Sie Beweise? Meine Freundin hat Fotos gemacht, Embryos in Gläsern. Embryos von Menschen und verschiedenen anderen Säugetieren kann ein Laie übrigens kaum unterscheiden. Ich schon. Gehen Sie doch hin. Sehen Sie sich das an. Glauben Sie im Ernst, ich kenne das nicht? Das reine Vorhandensein eines zusätzlichen Labors beweist noch nichts. Frau Hellbrand, Sie kann von den geheimen Experimenten Ihres Mannes berichten. Wir haben Sie besucht. Aber sie hat Ihnen doch auch davon erzählt. Vor 10 Jahren, sagte sie. Ja, ich erinnere mich. Die Arme. Das ist ein tragischer Fall. Sie ist leider sehr, sehr krank. Völlig unzurechnungsfähig. Auch wenn es nicht auf den ersten Blick so wirkt. Wie geht es ihr denn?
Schlecht, sie verträgt keine Aufregung mehr. Ihr Herz ist sehr angegriffen. Meine Freundin war anschließend sehr besorgt. Ihre Freundin war auch bei ihr? Ja, und sie war mit mir im geheimen Labor. Sie kann alles bezeugen. Seien Sie vernünftig. Hellbrand ist tot. Selbst wenn er irgendwelche Experimente gemacht haben sollte, die grenzwertig waren. Es ist vorbei. Fahren Sie zu Ihrer Freundin und ruhen Sie sich mal richtig aus. Aber... Versprochen? Danach reden wir weiter. Okay, versprochen. Jeder Blick in den Spiegel überzeugt mich von Tag zu Tag mehr von der überwältigenden Dimension meiner Forschung. Tag für Tag stelle ich eine Veränderung fest, die mich dem Genspender Zelle für Zelle näher bringt. Heute Morgen hat sich eindeutig ein neues Grübchen mitten am Kinn gezeigt. Auch meine Augenbrauen haben inzwischen deutlich verstärkten Wuchs. Die Farbe der Iris scheint sich am zähesten der neuen Geninformation zu verweigern. Nach schätzungsweise 2 Monate, dann wird niemand mehr Original und Fälschung voneinander unterscheiden können. Rein äußerlich natürlich. Ein Gentest hat die zusätzliche Gewissheit erbracht. In mir sind inzwischen 2 parallele genetische Identitäten. Florian, Sie kommen gerade richtig. Können Sie mir mal den blauen Schraubenschlüssel da drüben geben? Den? Ja, genau. Danke. Ich habe Sie überall gesucht. Das ist ja ein schönes Boot. Ja, das ist das Schmuckstück der Institutsflotte. Ein richtiger Oldtimer, oder? Dieses Boot ist doch bestimmt schon über 50 Jahre alt. Ach, aber nur von außen. Innen ist es sozusagen kernsaniert. Hochmoderne Elektronik. Alles vom Feinsten. Haben Sie es selber restauriert? Allerdings. Ich kenne jede Schraube persönlich. Ich finde das absolut faszinierend, diese alten Boote. Die haben irgendwie was Organisches. Sehr kompliziert, aber letztlich nach einem klaren Bauplan. Ja, Mensch im Grunde auch. Sie finden ein Boot organisch? Absolut. Aber Sie wollen mit mir sicherlich nicht über Boote reden. Was gibt's? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich mit Hellbrands Schreibtisch fertig bin. Und ich wollte fragen, was ich mit seinen, tja, so persönlichen Dingen tun soll. Eine Armbanduhr war da zum Beispiel, ein paar private Briefe, Fotos. Ja, leider hatte Hellbrand ja keine Angehörigen mehr. Ich dachte, er ist verheiratet. Hm? Ach so, ja, seine Frau. Tragische Geschichte, die Frau. Ja, sie ist nicht mehr ganz richtig im Kopf, ein genetischer Defekt. Sie ist in der geschlossenen Abteilung. Wissen Sie, um welchen Defekt es sich handelt? Ja, so genau weiß man das ja heute noch nicht. Es wird ja auch noch dauern, bis man so weit ist, dass man so etwas reparieren kann. Die genetische Forschung wird ja leider von allen Seiten behindert. Vielleicht hätte man ihr längst helfen können. Tja, aber stimmt, seine privaten Sachen schicken wir am besten zu ihr. Ich muss nur nach der Adresse suchen. Ich gebe sie Ihnen später. Ist die Klinik weit von hier? Ich könnte ihr Hellbrands Sachen persönlich vorbeibringen. Keine gute Idee, fürchte ich. Aber mit der Post, ich meine... Es sind die persönlichen Sachen Ihres Verstorbenen. Melissa Hellbrand ist verwirrt und in diesem Zustand auch nicht ungefährlich. Na gut, ich packe ein Paket zusammen. Was ist das da hinten an der Wand? Die Flutungslappen. Davon hatte ich Ihnen doch erzählt, oder? Oh Mann, hör auf, mir wird schlecht. Habe ich irgendwas gesagt? Ich meinte mehr die Kurven. Ein bisschen langsamer, bitte. Macht mein Kleinhirn nicht so gut mit. Was ist mit dir? Du bist ganz schön blass. Ich weiß auch nicht. Seit ein paar Tagen fühle ich mich nicht normal. Ich hab's! Oh, Mann, Flo! Willst du uns umbringen? Oh. Hey, Mäuschen. Was ist mit dir los? Hast du was Falsches gegessen? Keine Ahnung. Wenn Hellbrand sich vor seinem Dahinfließen nur annähernd so schlecht gefühlt hat wie ich jetzt, dann hat er genügend für seine verbotenen Versuche gebüßt. Und wenn es echte Embryos waren, dann... Hey, komm, setz dich hier ins Gras. Wir haben Zeit. Mir geht's echt nicht gut, Flo. Ruh dich aus. Lass dir Zeit. Ich rufe an, weil ich Sie bitten wollte, das Verfahren gegen Hellbrand endgültig einzustellen, jetzt wo er tot ist. Haben Sie bereits?
denn es würde unsere Arbeit im Institut doch sehr behindern, wenn hier das Unterste zu Oberst gekehrt würde. Ja, mit dem Unfall ist Hellbrand jetzt aus dem Verkehr gezogen, das wollten Sie doch. Ja, klar war mir der Unfall lieber als eine Festnahme für das Institut, aber was wollen Sie damit andeuten? Moment, da ist jemand an der Tür, ich rufe später nochmal an. Herein. Guten Tag, Herr Jochensen. Florian, was gibt's? Hier sind die Sachen von Professor Hellbrand. Ja, da haben wir doch gestern schon drüber gesprochen. Bringen Sie sie zur Post. Ich... Ja? Ja, ich war doch in der Klinik. Frau Hellbrand ist tot. Ach, wie... Woran ist sie denn? Herzinfarkt. Vorgestern Nacht. Wir sind bald richtig routiniert im Einbrechen. Wir unterstützen den Nachtwächter. Er weiß es nur noch nicht. Jochensen war's. Hellbrand hat eben doch etwas gefunden. Er hat eine Entdeckung gemacht. Und Jochensen wollte sie für sich verkaufen, vermarkten, den Ruhm einstreichen. Weiß der Teufel was. Er hat Hellbrand absichtlich mit diesen Salmonellen infiziert. Dieses ganze Gerede von Baukasten, Schiffsmutter und Mensch. Jochensen wollte Hellbrands Versuche übernehmen. 5 Minuten versprochen? Länger halte ich das nicht aus. Versprochen. Aber bleib auf jeden Fall beim Fahrstuhl. Einer von uns muss nämlich heil hier raus. Na super. Also los, mach schnell. Du glaubst es nicht. Hier ist noch ein Raum. Direkt neben dem Labor. Ein Bad, ein Bett. Hellbrands Apartment, okay? Nee, nix ist okay. Die Dusche ist voller Wassertropfen. Und auf dem Tisch steht eine Kaffeetasse noch warm. Da ist jemand. Flo, schnell komm rein, wir müssen hochfahren. Warte, ich bin gleich zurück. Halt den Fahrstuhl offen. Ich will wissen, wer das ist. Florian, komm zurück! Wo ist der denn? Warum bist du nicht beim Aufzug geblieben? Hast du ihn gesehen? Nur gehört. Er ist hier reingegangen, aber ich krieg die Tür nicht auf. Mist, er ist entwischt. Ich will hier raus. Ich will hier weg. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Wen meinst du? Jochensen, wer soll das sonst sein? Puh, zu Hause, endlich. Hast du den Schlüssel? Ja, aber es ist offen. Hast du die Tür nicht abgeschlossen? Doch, klar. Hä? Da ist jemand. Halt, bleiben Sie stehen! Verdammt, er ist zum Fenster raus. Wie das hier aussieht. Der hat alles rausgerissen. Mein Schreibtisch, meine Unterlagen. Er hat etwas Bestimmtes gesucht. Konntest du ihn erkennen? Nein, aber es muss Jochensen gewesen sein. Wer sonst? Das Notizbuch, das hat er gesucht. Und die Kamera. Ja, Hellbrands geheimes Versuchsprotokoll. Flo, die Sache wird mir zu heiß. Das Ziel ist erreicht. Das Experiment ist zu 100% geglückt. Alle Hypothesen haben sich bestätigt. Die ausgewählte Testperson hat sich restlos in das vorher genetisch einprogrammierte Meerwasser aufgelöst. In meiner neuen genetischen Hülle konnte ich alles live mit ansehen. Niemand hat mir besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der Zeitpunkt der Verwirrung und Bestürzung war optimal gewählt, um über eventuelle Ungereimtheiten in meinem Äußeren, die nur minimal sind, hinwegsehen zu lassen. Ab jetzt ist mein neuer genetischer Auftritt akzeptiert. Das völlige genetische Löschen der Testperson hat unseren Identitätstausch perfekt gemacht. Hellbrand lebt. Ja. Florian, seien Sie vernünftig. Sie haben doch seine Leiche... Es hört sich verrückt an. Aber möglicherweise ist Hellbrand in eine neue Identität geschlüpft. Ja, genetisch. Ein genetischer Wandel. Er ist jetzt oder sieht zumindest so aus wie Jochensen. Aber tatsächlich ist er im Inneren immer noch Hellbrand. Und der Tote? Ist der echte Jochensen. Ach, wie kommen Sie auf so abstruse Ideen, mein lieber Junge, wenn ich das irgendeinem Psychiater erzähle? Es ist eine These. Es gibt Aufzeichnungen von Hellbrand, eine Art Versuchsprotokoll. Jochensen hat sie gesucht, deshalb ist er bei uns eingebrochen. Sie haben Aufzeichnungen? Von Hellbrand? Exakt.
Jetzt bleiben Sie erstmal ganz ruhig und behalten Sie das alles für sich. Ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen, aber wir treffen uns im Institut, sagen wir, in einer Stunde. Schaffen Sie das? Ich denke schon. Und bringen Sie Hellbrands Protokoll mit. Das möchte ich mir unbedingt mal ansehen. Also, um 3 am Fahrstuhl? Okay. Ich komme mit. Nein, diesmal nicht. Wenn es zu gefährlich ist, solltest du auch nicht gehen. Ich brauche das Notizbuch von Hellbrand. Der Kommissar will es sehen. Komisch. Irgendwie denke ich, solange wir es in der Hand halten, kann uns nichts geschehen. Ein Trumpf sozusagen. Kommissar Hagen ist ja dabei. Es kann nichts passieren. Hoffen wir es. Pass gut auf dich auf. Da ist nämlich noch was du wissen solltest. Was? Ich bin schwanger. Das ist Luisa. Na, Jochensen? Versuchen Sie, Hellbrand auf die Spur zu kommen. Seinen genialen Cocktails? Herr Kommissar, ich habe Sie gar nicht kommen hören. Aufgeregt, stimmt's? Seit Hellbrand tot ist, trauen Sie sich endlich herunter und machen sich jetzt so richtig breit. Darauf haben Sie mal gewartet, eh? Nein, was wollen Sie? Los, Hände auf den Rücken. Sie sind hiermit verhaftet, wegen Mordes an Jens Hellbrand. Oh, was soll das? Los, gehen Sie da rein. Da haben Sie sich ja längst schon häuslich eingerichtet. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe mit all dem nichts zu tun. Ach ja, und wer hat die Auftraggeber rekrutiert, die Großkunden? Wollen Sie etwa bestreiten, mit diesen Verflüssigungscocktails kreuz und quer durch die Welt gereist zu sein? Was wissen Sie von Verflüssigungscocktails? Ich glaub's nicht. Nun verschlägt es Ihnen die Sprache, stimmt's? Ihre Augen. Sie haben seine Augen. Ich glaub's nicht. Jens? Du bist Jens Hellbrand. Das gibt's doch nicht. In deinem Zustand ist es sinnvoller, du bewachst den Fahrstuhl. Dass ich nach einer Arbeit verdufe. Florian, da sind Sie ja. Ihre Freundin? Hallo, Herr Kommissar. Ja, Luisa ist mitgekommen. Ich dachte, falls wir noch eine Zeugenaussage brauchen, vielleicht halten Sie ja meine These immer noch für Hirngespinste. Nein, nein. Könnte schon was dran sein. Ist der Jochensen auch da? Ist schon unten. Haben Sie das Notizbuch? Ja, hier. Sie bleiben besser hier oben beim Fahrstuhl, Luisa. Ich dachte... Nein, Luisa. Bleib hier oben. Ist besser so. Einer genialen Eingebung folgend, habe ich meine ursprüngliche, reine DNA separiert. Inzwischen wächst auch ein Plan seiner Verwendung. Diese DNA ist eine Absicherung für mich und meine Arbeit. Sollte es jemals wieder geschehen, dass eine Person ungebetenerweise Einsicht in meine Experimente nimmt und deren Erfolg oder deren ungehinderte Vermarktung gefährdet, wird sie spurlos verschwinden. Sollte aber ein solches Verschwinden durch Verflüssigung nicht möglich sein, muss die Person auf anderem Wege zum Schweigen gebracht werden. Auch dabei könnte eine genetische Veränderung wirksam sein. Erfolgreich hat sich ja bereits die Auslösung einer Sonderform von Muskeldystrophie mit anschließenden Verwirrtheitszuständen erwiesen, um eine Person zum Schweigen zu bringen oder sie zumindest unglaubwürdig zu machen. Und gleichzeitig kann ich meiner wissenschaftlichen Genialität das Überleben sichern. Die Ignoranz der Unwissenden ist ein Schutzschild. Solange niemand einen Identitätstausch für möglich hält, solange existiert er nicht. Und mit meiner eigenen DNA werde ich denjenigen unwiderruflich zu meinem Verbündeten machen. Seinem zweiten Jens Hellbrand. Und damit seinem Mörder. Wer wird das schon freiwillig an die große Glocke hängen wollen?
Florian? Was ist mit ihm? Flo, sag doch was! Sag dir nichts! Er hat viel Wasser geschluckt. Aber er wird es überleben. Und Jochimsen? Hat es nicht geschafft. Er hat die Flutungsklappen geöffnet. Der ganze Keller ist voll bis zur Decke. Man sieht nichts. Alles sieht aus wie immer. Dieselben Wellenberge, dieselben Schaumkronen. Was darunter ist, sehen wir nicht. Es muss eine starke unterirdische Strömung gegeben haben. Sie hat alles weit hinausgezogen. Jochensen, die Salmonellen, die Genkartei. Alles eine Suppe, irgendwo da draußen. Guck mal da. Ja? Das ist doch Jochensens Boot. Zumindest ein Stück davon. Jetzt ist es auch weg. Es ist vorbei. Jochimsen ist ertrunken und mit ihm Hellbrand. Dieser schreckliche Keller. Als hätte es ihn nie gegeben. Bist du nicht auch erleichtert? Mhm. Du hast mir immer noch nicht erzählt, was da unten passiert ist. Auf jeden Fall ist Hagen ein super Typ. Der hat ganz schön schwer an dir geschleppt. Patschnass, wie du warst. Das kannst du zweimal sagen. Ein super Typ. Ein irrer Typ. Was meinst du damit? Etwas stimmt nicht mit dir. Was hat er mit dir gemacht? Hat mir einen Cocktail gemacht. Schmeckte nach Fisch und Salz. Und auch ein wenig nach Vanille. Ich habe mich für die Kontamination mit einer fremden genetischen Identität und gegen den Tod durch Ertrinken entschieden. Darin lag meine Wahl. Darin äußerte sich mein Wille. Ein verzweifelter, letzter Rest Überlebenswille. Aber genau auf den baue ich. Auf den Rest Willen. Den Kampf der in mir konkurrierenden Atome mitzubestimmen. Ich nutze die Lücke, die Hellbrands alias Hagens perfider Plan mit Hilfe unmerklicher genetischer Manipulation Macht auszuüben hinterlässt. Die Macht des freien Willens. Damit rechnet er nicht. Nehmen wir mal an, diese Killergene treiben jetzt in mir ihr Unwesen. Also frage ich dich, Luisa, bist du bereit, mich molekular zu stabilisieren und mir beizustehen, in guten wie in schlechten Tagen? Ach, Flo. Wirst du mir Sortierungsbeistand leisten, in der genetischen Desorientierung? Wirst du im Widerstreit der Informationen und Formen... Was soll das werden? Eine Trauung? Es könnte anstrengender werden, als dir jetzt klar ist. Du weißt ja schließlich nicht, ob der Mann, den du kennst, morgen noch derselbe sein wird. Ach, weiß man nie, oder? Alles eine Frage des Zeitpunkts. Frag doch mal deine Götter. Was sagen die denn dazu? Moment. Ein bisschen lauter. Ja? Sie fragen, was das ist, ein Zeitpunkt.